wenn Sie das erste Mal fragen, ganz kurz vorstellen. Ne? Okay. Also Stefan Jauch, 32 Jahre aus Erfurt und Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik und Informationstechnik und seit 15 Jahren online, Internet und durch meinen Beruf war auch vorher schon privat schon viel mit Online-Communities zu tun gehabt und eben nicht nur die Probleme, aber auch eben so die technologischen Fortschritte kennengelernt, die eben dann zu Problemen durch Persönlichkeitsrecht oder Datenschutz führen kann. Und ja, also ich habe jetzt natürlich gar keine konkrete Frage. Aber vielleicht sagen Sie einfach mal, was Sie so an sozialen Netzwerken schon mal nutzen. Also ich habe mir eigentlich alle bekannten sozialen Netzwerke auch mal angeguckt. Ja. Bei Facebook ist jetzt mittlerweile auch so, dass ich sage, da nehme ich auch aus gewissen Gründen Abstand. Okay, dann haken wir da gleich ein. Ja, ja, also Facebook hat natürlich, ich meine, das ist das bekannteste der letzten Jahren und da hat natürlich alle Datenschützer haben natürlich damit zu tun, weil es natürlich amerikanische Unternehmen nicht mit deutschen Datenschutzrecht irgendwie harmoniert. Und ich meine, die viele Nutzer sind eigentlich auch, denen ist bewusst, was sie da reingeben und was damit passieren kann, dass es eigentlich für immer verfügbar ist, Daten und Fotos, die jeder abrufen kann. Ob das jetzt irgendwelche Facebook-Partys sind oder einfach nur private persönliche Informationen. Ich habe aber eigentlich auch Abstand genommen, da überhaupt erstmal irgendwas reinzuschreiben. Weil auch die Problematik besteht, dass natürlich Facebook über andere Webseiten, wo Facebook-Buttons vorhanden sind, Like-Buttons zum Beispiel, insgesamt viel protokollieren kann, was man für ein Verhalten im Internet, also wie man surft und was man für Verhalten hat. Ja, wie sehen Sie das? Sind Sie da jetzt schon auch mit Facebook als prominentes soziales Netzwerk so viel zu tun oder sehen Sie eigentlich noch, ist das eigentlich schon geklärt irgendwie auf europäischer und deutscher Sicht oder gibt es da noch viel zu tun? Oh, das ist lange noch nicht geklärt. Das ist sozusagen, es fängt erst richtig an. Ja, ich meine, die haben schon viel an Funktionen eingebaut, wie irgendwie Privatsphäre einschränken, aber für mich reicht das nicht aus, ist auch nicht transparent genug. Es sind so viele Funktionen, was man alles ein- und ausschalten kann, aber ich empfehle eigentlich auch, das ein bisschen einfach sein Verhalten zu reduzieren, wenn man es nicht unbedingt übertreiben möchte. Aber ich versuche daraus mal gestern eine Frage abzuwerfen, dass Sie sagen, Sie machen wenig, würden Sie das auch empfehlen, praktisch rauszugehen? Also Facebook. Man muss nicht komplett aus Facebook draußen bleiben, aber sagen wir es mal, das gilt gegenüber sämtlichen Internetaktivitäten, dass man erstmal den Grundsatz der Datensparsamkeit befolgen sollte. Okay. Also man muss grundsätzlich, also jenseits von allen rechtlichen Fragen, muss man erstmal damit rechnen, dass seine Daten irgendwo von jemand anders verwandt werden können. Und wenn man das sozusagen im Auge hat, dass man sich praktisch ähnlich bewegt wie im Straßenverkehr, und zwar in einem Straßenverkehr, der noch längst nicht so reguliert ist, wie wir das jetzt heute in unserem normalen Straßenverkehr kennen. Ja? Man stelle sich einfach mal vor, Sie sind jetzt im Jahre 1910, ja? Und dann werden Sie auf einmal mit Autos konfrontiert und so weiter, und Sie kennen vorher bloß ein paar Pferde und ein paar Eselskarren. Ja? Müssen Sie sich auch langsam dran gewöhnen, dass plötzlich irgendwas um die Ecke kommt, ja, und Sie unter Umständen umfährt mit einer Geschwindigkeit, die Sie vorher nicht gekannt haben, ja? Um es mal ganz salopp zu formulieren. Und viel anders ist es im Moment auch nicht. Es ist ein Bewusstseinswerdungsprozess, der im Gange ist. Man kann also generell nur sagen, man muss sich schon dessen Bewusstsein gewahr sein, was da eventuell auf einen zukommt. Und deswegen ist an sich erstmal das Gebot, möglichst datensparsam umzugehen. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass wir deswegen nichts machen sollten, ja, auf rechtlicher Ebene, also egal ob europäisch, international oder wie. Ja, das heißt es natürlich nicht, dass wir jetzt sagen, gut, muss jeder selber wissen, was er tut. Das meine ich nicht damit. Aber in dem Sinne sozusagen als Ratschlag im täglichen Umgang, passt auf, was ihr tut. Vielleicht da gleich einzuhaken. Es gibt sicherlich so Dinge. Sie stellen Sie ganz kurz vorher, Rainer. Ja, ich studiere Public Management in Nordhausen, bin 19 Jahre alt und bin auch als freier Redakteur für die TA tätig. Ne? Und habe auch lange Schülerzeitungen und sowas gemacht, bin auch online, habe auch online für einige Portale geschrieben und bin deswegen auch sehr interessiert an dem Thema. Ne? Ja, würde aber gleich bei der Facebook-Sache mit einhaken. Wie sehen Sie das? Es gibt ja sicherlich so Dinge wie Bilder, private Bilder, so von Partys oder sowas, wo man nicht sehen möchte oder die Arbeitgeber nicht sehen sollen zum Beispiel, ne? Die nicht gut sind für eine Person. Aber wie so normale Dinge des Alltags. Können wir vielleicht da einfach mal stehen bleiben? Ich meine, sowas machen Sie ja auch, wenn wir Partybilder haben. Kann man die einfach reinstellen? Meinen Sie jetzt tatsächlich oder meinen Sie jetzt rechtlich? Rechtlich. Rechtlich? Also, tatsächlich tut das ja. Ja, es gibt ja auch zum Beispiel
Diskos oder sowas, die dann auf Facebook ihre Bilder online stellen, ne? Ja, das ist eine, da sind sie jetzt schon in Medias Res, das ist mit einer der schwierigsten Fragen, mit denen wir hier konfrontiert sind. Das ist übrigens das, muss ich vielleicht dazu sagen, hier letztes Jahr am Deutschen Juristentag eben dieses Gutachten gemacht zum Persönlichkeitsrecht und Datenschutz. Ne? Und da ging es unter anderem auch um diese Frage. Was Sie jetzt konkret fragen, das ist das sogenannte Recht am eigenen Bild. Nicht? Paragraph 22, 23 Kunsturhebergesetz, ja, für diejenigen, die es eben näher interessiert. Da gilt der Grundsatz erstmal der, dass wenn es private Bilder sind, dann bedarf es der Einwilligung dessen, der abgelichtet wird. Ja, außer es ist eine sogenannte absolute oder relative Person der Zeitgeschichte, ist die eine Sache. Deswegen darf er mich jetzt hier einfach auch aufnehmen, ja, ohne dass ich ihm das irgendwie untersage, dem Fotograf. Ja. Die zweite Sache ist die, dass sie nur sogenanntes Beiwerk sind. Ja, also wenn ich jetzt hier irgendwie den Dom in Erfurt oder irgendwas aufnehmen will und sie laufen zufällig durchs Bild, können sie mir nicht untersagen, dass ich den Dom aufnehme, weil sie halt nun mal da sind. Ja. Ich kann nicht sagen, nur jetzt warte ich mal, bis alle Erfurter aus dem Bild raus sind, bis ich endlich mal den Dom fotografieren kann. Ne? Das ist auch klar. Naja, also das sind so, sagen wir mal, ganz grob über den Leisten geschlagen jetzt die Ausnahmen. So, jetzt zu Facebook. Das Problem ist, dass wir für solche privaten Kommunikationsbeziehungen keinen echten Tatbestand haben. Das ist eine Interessenabwägung, die da stattfindet und die ist auch nur rudimentär ausgeprägt. Ja. Das ist also eine offene Flanke, die wir dort haben. Bislang brauchen sie im Prinzip die Einwilligung dessen, wenn es so private Partybilder sind, ja, der eben aufgenommen worden sind. Die werden sie natürlich nie haben. Ja, man behilft sich da gerne mit der Krücke der sogenannten konkludenten Einwilligung, sagt man mit dem Motto, ich wusste ja, wo ich bin, ja, und dann nehmen mich irgendwelche Leute auf und dann rechne ich damit, dass es reingestellt wird. Das stimmt natürlich nicht. Ja, also es wird mit Sicherheit auch nicht bei denjenigen stimmen, die in einer bestimmten, sagen wir es mal, nicht glücklichen Pose dann aufgenommen werden nach einem bestimmten Alkoholisierungsgrad, ja, das möchte niemand gerne, egal welcher Profession. Und dann ist es natürlich nicht mehr weit her mit dieser Konkludentenanwendung, das geht auf gut Deutsch nicht. So, eine andere Sache ist die, und das ist jetzt die nächste Frage, wenn Sie jetzt irgend so eine Diskothek oder irgendwas haben und die machen also praktisch laufend Bilder eben von Ihnen, dann kommt es eben darauf an, ob diese Diskothek von Anfang an Ihnen klar und deutlich gesagt hat, hier, wir machen Bilder von euch. Ja, es ist so ähnlich wie das, was Sie kennen, wenn Sie irgendwo über Plätze laufen, Video überwachen. Ja? Mhm. Das müssen die aber im Prinzip machen. Die können nicht einfach Bilder von Ihnen reinstellen. Das geht nicht. Mhm. Bitte, ja. Ja, wir hatten ja, wie gesagt, so welche Bilder sind ja nicht gut, wenn sie auftauchen, aber was sehen Sie noch für Gefahren für die User? Aber wenn man jetzt Geburtsdatum oder Wohnort oder Hobbys da dann angibt, das ist ja jetzt nicht direkt eine Gefahr, oder auch wenn das jetzt so ist. Oder sowas, kann man da jetzt viel mit dem Wohnort oder mit gewissen Daten anfangen, wenn das jetzt nicht gerade Partybilder sind und die jetzt der Chef sieht. Ne? Also prima vista kann man erstmal nichts damit anfangen, ja, mit Geburtsdatum oder irgendwas. Das Problem liegt darin, dass Sie eben Datenprofile herstellen können durch Verknüpfung von verschiedensten Daten, die einem eben zur Verfügung stehen. Sie dürfen ja nicht vergessen, also man dass selbst auch bei Facebook eben alles im Prinzip mitprotokolliert werden kann, was sie tun, wo sie sich bewegen. Und deswegen können entsprechende Profile eben hergestellt werden. Das ist jetzt natürlich mit Geburtsdatum und Ort, denkt man erstmal, das ist nicht so wichtig. Ja? Aber da hat man ja schon mal zwei Eckdaten, mit denen man sie schon ziemlich gut identifizieren kann. Ja? Und wenn sie dann also zufällig auf der Seite, was weiß ich, was sucht den neuen Single oder irgendwas und sie sind aber eigentlich gut mit ihrer Freundin zusammen, ne? Und dann auf einmal kriegt man das Datum raus, der Junge war ziemlich oft auf irgendwie was, ich suche eine neue Frau.de oder so. Ne? So, was können Sie sich ja Bilder vorstellen? Ich meine, ja, und dann bekommt man plötzlich personalisierte Werbung, bekommen Sie dann, bei der Sie dann sich wundern, woher haben die das eigentlich, wie kommt das zustande? Ne? Das muss nicht so sein, das muss nicht sein, das allein schon Geburtsdatum. Pardon? Wie kommen Sie jetzt auf meine Frau.de oder ich suche eine Frau.de? Wenn er zufällig jetzt auf solchen Seiten herumsurft. Ja, ja? Okay. Ja, diese gibt es ja nicht also nur. Also Protokolle praktisch, genau. Richtig, und die gibt es ja nicht nur über das Internet. Wir haben ja heute das Phänomen, dass sehr, sehr viele Homepages, weiß nicht, wie es bei Ihrer Zeitung ist, aber sehr, sehr viele Homepages inzwischen auch auf Facebook praktisch ihr analoger befinden. Ja. Es gibt sogar generell den Trend, die eigene Homepage praktisch abzuschaffen und dann nur noch das Profil eben auf Facebook zu haben. Okay. So, und in diesem Moment kann Facebook alles mitprotokollieren, was passiert.
Jeder, der auf diese Seite geht, okay, ja, wenn Sie sich eingeloggt haben, kann jede Bewegung verfolgt werden, wie lange Sie auf einer Website drauf gewesen sind, also auf dem Profil von Facebook, was Sie sich dort genau angeschaut haben, welche Fotos Sie sich angeschaut haben, im Prinzip kann alles, alles. Ja, so, und wenn Sie dazu dann das Geburtsdatum haben und den Ort etc., ne, dann ist es klar, dass man alles Mögliche auf dem sogenannten Profil. Die Interessen werden natürlich auch miteinander in Verbindung gebracht. Also jetzt, du findest das gut und deine Freunde das gut finden, lässt sich da aus dir sozusagen auch schon ein Profil, aus Verhaltensprofil sich erstellen. Und das sehe ich auch durchaus als Problem, weil man überhaupt nicht selber bewusst ist, was hat man eigentlich alles mal an Knöpfchen gedrückt und welche Seiten man aufgesurft hat, wo eben irgendein Facebook-Button integriert ist. Also man muss nicht mal auf Facebook angemeldet sein und trotzdem werden Informationen hingeschickt. Das ist eigentlich, das ist eigentlich das eigentliche Problem. Also wenn man bei Facebook registriert ist, ist das nicht ganz so schlimm, aber man muss nicht mal bei Facebook registriert sein, um sozusagen Facebook trotzdem Daten zu geben. Das muss eigentlich auch ein bisschen bewusst gemacht werden. Ja. Ja. Was Sie jetzt meinen, ist der I-Like-It-Button. Ja, was ist dann Webseitenbetreiber auch auf Ihre Seite, zum Beispiel auf die TA-Seite, weiß nicht, ob es da vorhanden ist, aber es wäre sozusagen, immer wenn man auf die Seite geht, werden Informationen auch an den übermittelt und der Nutzer kann eigentlich gar nichts dagegen machen. Ja, ich meine, das könnten wir ja mit Hilfe Ihres iPads gleich herausfinden, wenn wir die Thüringische Allgemeine mal aufrufen und nehmen Sie mal, gucken Sie mal nach über Ghostery, ob Google Analytics zum Beispiel bei denen drauf sind. Ist es? Ich hab haben Sie Google Analytics drauf? Soll ich mal ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Du weißt das nicht. Aber ich bin sicher, dass eine ganze Reihe bei uns das haben. Ne? Ja, dass wir das auch, wir gucken natürlich auch genau hin, wer kommt zu uns, wer kommt nicht. Ne? Ja. Haben Sie also eine Einwilligung dazu eingeholt? Nein. Schon sind wir mit dem Thema. Ja, ne? Die Webseitenbetreiber, die sich selber eine Homepage erstellen, müssen sich natürlich auch bewusst sein, was sie ihren Lesern sozusagen auch zumuten können. Und es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit. Was ist da gefallen? Also was muss man an Einwilligung einholen? Als Einwilligung, wenn es schön wäre, aber darüber gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander, wäre es eben so, dass Sie dem User, wenn er auf Ihrer Webseite kommt, sagen, wir erheben jetzt Daten. Okay. Ja, und das sind zum Beispiel die Benutzerdaten. Was schaut er sich auf unserer Thüringischen Allgemeinen Zeitungs-Website, was schaut er sich an, welche Artikel? Geht er sozusagen auf die jungen Seiten, ja, auf Schülerzeitungen oder irgendwas? Schaut er sich irgendwie die Party-Events an in Erfurt, ja? Oder schaut er sich das dumme Interview mit dem Schwindler für längere Zeit an, ja? Oder schaltet nach 2 Sekunden wieder ab, weil er es langweilig findet? Ja, und so weiter und so fort. Alle diese Daten, die könnten Sie erfassen, vielleicht tun Sie es auch, ne, weil das nämlich normalerweise dann auch für Ihr Anzeigengeschäft relevant ist, ne, weil Sie darüber dann wiederum die personalisierte Werbung bei Ihren Homepages schalten und das letztendlich erlaubt natürlich wiederum dann die Personalisierung und Profilbildung. Okay. Und wenn Sie das den Usern nicht sagen vorher, ist es problematisch. Okay. Ja, und das tun sie nämlich in aller Regel nicht. Ja, und wenn es noch wer tut das zum Beispiel? Die Grünen beispielsweise, wenn sie auf deren Website draufgehen, bevor die Website hochgeht, kriegen sie erstmal ein Pop-up, in dem drin steht, wir werden jetzt einen Cookie setzen, wir werden folgende Daten erfassen, die werden aber anonymisiert. Ja, wenn sie einwilligen, bitte klicken sie unten, ansonsten bitte hier auf den Button drauf, dann sind sie wieder draußen. Wie machen das die Piraten? Ich glaube, Mitglied der Piraten, stellt sich ganz kurz vor. Ja, und ich stelle mich ganz kurz vor. Also Manfred Schubert, mein Name. Ich bin hier für den Wahlkreis Erfurt-Weimar Direktkandidat für den Bundestag von der Piratenpartei. Und bin deshalb da, weil es natürlich mein Thema ist. Wie machen wir das? Wir machen das nicht so. Nein, wir gehen da von etwas mündigeren Nutzern aus, die das sozusagen wissen. Wobei ich damit auch nicht ganz zufrieden bin, weil meiner Meinung nach auch die Piratenseiten zu viel Daten sammeln können, was sie nicht müssten. Also mündiger Bürger bedeutet eigentlich für mich immer, ich muss wissen, was mit mir gemacht wird, ehrlich gesagt, ohne Ihrer Partei jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber das würde ich nun mal gerade nicht untergründig eben empfinden. Ja. Ich bin da auch nicht ganz zufrieden damit. Also es gibt da eine Erklärung auf den Webseiten, dass wir eben keine Daten sammeln, dass wir keine Daten speichern. Aber ich frage mich dann selber als Nutzer, wieso die Seite dann zum Beispiel einen Cookie setzt. Ja, okay. Das sind so Sachen, wo ich sage, das muss nicht sein. Und da sind wir auch schon wieder in Medias Res. Also in dem Moment, wo eben Cookies gesetzt werden, ist es immer ein Anzeichen dafür, dass Daten gesammelt werden. Und sie können dann zumindest prinzipiell verbunden werden zu personalisierten Profilen. Ja, es muss nicht so sein, aber eben die Gefahr besteht. Und sozusagen von Rechts wegen, von Datenschutz, auch Persönlichkeitsrecht, versuchen wir natürlich schon in diesem Vorfeld eben einzuschalten. Ja. Und das ist etwas, was manchmal einen, gut, ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung, ja,
Aber das ist etwas, was mich immer überrascht, wenn ich an die Zeiten denke, in denen ich groß geworden bin, Stichwort Volkszählungsurteil, wie sensibel die gesamte Bevölkerung, auch die Gerichte waren gegenüber Datenerhebung und wie sich das geändert hat, das ist schon faszinierend. Ja, ist deswegen Stichwort mündig, müsst ihr wissen. Ja, ich meine, wenn wir jetzt hier draußen wieder eine Volkszählung machen, dann sagen sie auch, ich bin doch mündig. Also, was habt ihr denn? Macht doch nichts. Ne? Das kann es nicht sein. Frag doch mal ganz kurz zwischendurch, weil der arme Herr Müller müsste das nachher mal. Wir hatten eine ganz schnelle, gute Erklärung zu Cookies. Wir müssen bedenken, ein Großteil unserer Leser weiß das nicht so richtig. Das können eigentlich hier die halben Informatiker sogar noch besser als ich, aber sie korrigieren. Aber so, dass es wirklich, dass ich bin ja kein Informatiker von Hause aus, sondern so, nur so halbgebildeter in dem Sektor. Nicht? Aber das sind im Prinzip relativ kleine Dateien, aber die eben geeignet sind, während ihres Einloggens entsprechende Daten darüber zu sammeln, wo sie gewesen sind, wie gesagt, wie lange sie gewesen sind und so weiter. Also da gibt es eben die verschiedensten Ausprägungen. Ich verbessere mal ein bisschen. Also ja, der Cookie hat erstmal nichts damit zu tun, dass eine Webseite Daten sammelt. Die Webseite kann sie auch. Kann Corona gucken, die Webseite kann auf ihre Seite alles sammeln. Ja, der Cookie ist eigentlich ein Service, dass ich auf meinem lokalen Rechner diese Daten speichere, was zum Beispiel ein Nutzername und so weiter sein kann, damit ich mich, wenn ich einmal auf der Webseite gewesen bin, mich nicht immer wieder neu anmelden muss. Dass ich die Webseite zum Beispiel merken kann, das ist der Nutzer, der hier dran sitzt. Ja, was natürlich zu jeder Menge neuen Datenschutzproblemen führen kann. Aber er kann eben auch mehr. Natürlich. Und zwar nicht, aber und zwar auch wenn sie die Webseite verlassen haben, kann er weiter sammeln. Ja, na, das ist ja der Sinn. Das ist eigentlich genau der Sinn davon. Aber man hat es ja im Prinzip in der Kontrolle. Lokal, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie. Wobei ich eben nie sehe, was der Webseitenbetreiber auf seiner Seite macht. Also der kann hinschreiben, wir setzen einen Cookie, was er nebenbei auf seiner Seite sammelt. Richtig, das ist ja dann das ist ja das, was man vorhin mit Google Analytics eben meinte. Nicht? Genau. Die setzen das eben. Oder nicht. Der Facebook-Button. Genau. Und also, aber wie relevant die Cookie-Setzung ist, das sehen Sie allein daran, jetzt korrigieren Sie mich wieder, jetzt mache ich aus dem Gedächtnis raus, dass in der neuen Internet Explorer von Microsoft Voreinstellungen Cookies eben nicht erlaubt sind. Das wurde aber mal Zeit. Ja, ja, aber es ist so. Es ist so und daraufhin ein Sturm der Entrüstung in den USA seitens eben der Werbewirtschaft, die eben jetzt versucht, teilweise sogar interessanterweise selbst in die Federal Trade Commission, Microsoft dazu zu bringen, das wieder zu ändern. Weil eben dadurch das Web-Tracking, also die Möglichkeit eben über Anzeigen, eben das zu personalisieren, über das Datensammeln und Cookies eben das zu personalisieren, dann nicht mehr so gegeben sein. Das war übrigens einer der Hauptstreitpunkte, oder es ist nach wie vor einer, den wir bei jetzt dem Vorschlag der Datenschutzgrundverordnung eben auf der europäischen Ebene haben. Das ist eine der Grundsachen, die, wie gesagt, die Werbewirtschaft immer wieder vorbringt. Stichwort sozusagen in ihrem Sinne ist eigentlich völlig verrückt. Ja? Sie finden sich plötzlich wieder auf Seiten der Internetwerbewirtschaft, die nämlich sagt, mündiger Bürger, ihr wisst doch alles, was ihr macht. Ne? Kein Problem, wir sammeln mal. Ne? Die wollen ohne Einwilligung Tatbestände haben, die es ihnen rechtfertigen, über sie und ihr Verhalten im Netz entsprechende Daten zu sammeln und das zu nutzen. Ja, weil sie sagen, das ist eben heute ist so. Ja, das brauchen wir. Also finde ich wirklich sehr interessant, dass die Piraten so eine noch gar nicht vergessen, sind sie dran. Ja, dann stelle ich mich noch kurz vor. Mein Name ist Fabian Trickern, ich bin 24 Jahre alt, studiere Kommunikationswissenschaft in Erfurt. Genau, und habe eigentlich sozusagen auch mit dem Feld bisher eigentlich schon sehr viel zu tun gehabt und im Grunde auch aus, ich glaube fast aus jeder Richtung schon, also von Schülerzeitung, eben auch mit Partyfotos, die wir dann auch irgendwann mal auf die Homepage dann gestellt haben, auf einer Schulfete sozusagen, also da wo dann auch die Persönlichkeitsrechte sozusagen die Frage dann darauf kam, dann private Blogs, genau, bis hin sozusagen so ein bisschen Werbevermarktung auch sozusagen aus der anderen Seite oder auch mit, ich habe ja auch eine eigene Homepage. Was heißt Werbevermarktung? Also beziehungsweise halt sozusagen die technische Seite, dass ich eine Homepage anbiete und halt eben auch diese Datensammlung für mich erhebe, einfach zu sehen, sind überhaupt Besucher da, was machen die, was kommt gut an oder eben halt auch was nicht. Genau, deswegen würde ich jetzt sozusagen versuchen, ein bisschen die andere Seite einzubringen, weil ich verstehe natürlich sozusagen, dass die Leute das auf jeden Fall wissen sollten, überhaupt mal aufgeklärt sein müssten, dass das passiert und es auch eben noch viele gibt, auch Kommilitonen, die das halt noch nicht wissen und für die das dann erstmal super gruselig einfach ist, also einfach so unheimlich, weil sie sozusagen diese Möglichkeiten gar nicht kennen. Auf der anderen Seite finde ich es
irgendwo auch sozusagen spannend, was man halt alles sozusagen mit diesen Daten dann machen kann. Und dann ist halt immer ja, der Zwiespalt sozusagen für mich als Webseitenbetreiber, ich habe ja ein Interesse daran, dass ich weiß sozusagen, was auf meiner Homepage vor sich geht. Und sozusagen, wenn man das dann komplett eben unterbinden würde, dann bin ich ja sozusagen blind und dann weiß ich ja auch selber nicht mehr, was mit meinen Inhalten sozusagen passiert. Sie können die Leute ja vorher fragen. Das ist richtig. Ja. Also mein Wissen, das erinnert mich so ein bisschen an das, was wir mal früher medizinisch vor 50 Jahren hatten, so nach dem Motto, der Arzt weiß schon, was für sie gut ist. Der braucht ihm nichts zu sagen. Mhm. Ne? Ja. Finden Sie das, wie sagt der Kölner so schön, finden Sie das richtig? Ja. Ne? Nein, also wir, andersrum jetzt mal etwas intellektueller ausgedrückt, das ist natürlich Privatautonomie. Ne? Sie können über Ihre Sachen bestimmen, das sollten Sie auch, aber Sie müssen eben wissen, was Sie tun. Ne? Dass andere über Sie bestimmen, das ist, glaube ich, nicht unbedingt unser Menschenbild und auch unsere verfassungsrechtliche Ordnung. Ja, und darum geht es letztendlich. Natürlich gibt es ein Interesse auch der Webseitenbetreiber, ist vollkommen klar. Deswegen gibt es aber auch eben umgrenzte Tatbestände, in denen tatsächlich sowas möglich ist, was zu machen. Also, andersrum ausgedrückt. Wenn Sie jetzt beispielsweise auf einer Website sind, bei der Sie was bezahlen müssen, damit die Website genutzt wird. Nehmen wir mal Inhalte von der Thüringischen Allgemeinzeitung. Mhm. Angenommen, das weiß ich jetzt nicht bei Ihnen. Sie haben sozusagen auch ein Content-Portal, also wo man bezahlen muss, wenn man ins Archiv gehen will, etc. Da ist es selbstverständlich, dass Daten erhoben werden müssen. Wie sollen Sie sonst eine Rechnung stellen? Genau. Ja? Woher sollen Sie denn sonst wissen, ja? Geburtsdatum, Wohnort und so weiter, wo die Rechnung hingehen soll? Ja? Da brauchen Sie natürlich Bankverbindung. Auf gut Deutsch, alles, was dazu dient, um einen Vertrag abzuwickeln. Ne? Um etwas klar direkte zu Fragen also, ne? Ich frage nach dem Namen, nach dem Bankkonto. So ist es. Dann weiß ich ja, was alles, ich tue. Alles, was du mit zu tun hast. Oder nehmen Sie was anderes. Nehmen Sie Online-Banking. Ja? Ja. Das wäre ja Wahnsinn, ja, wenn Sie sagen, ich mache jetzt anonymes Online-Banking. Wie soll denn das funktionieren? Mhm. Ja? Ja? Dass irgendwie Ihr Kontogeld kommt sozusagen von oben herab, das kann es ja wohl nicht sein. Mhm. Ja? Natürlich müssen Ihre persönlichen Daten verhoben werden. Dann müssen auch die persönlichen Daten des Empfängers da sein. Das muss alles ablaufen. Aber das ist alles zum Vertrag erforderlich. Ja? Wenn Ihre Bank Sie dann plötzlich bei der Überweisung fragt, und wie alt ist denn Ihre Ehefrau? Ja? Und welche Hobbys hat sie denn? Spielt sie gerne Golf oder irgendetwas? Ne? Das hat dann nichts mehr damit zu tun. Ja? Auch wenn Sie als Webseitenbetreiber natürlich höchst neugierig wären. Ja? Ich glaube, dann weiß ich aber, dass ich an der falschen Bank gelandet bin. Sondern, ne? Das wollen wir jetzt nicht vertiefen, ja? Okay. In dem Moment kann natürlich so eine Frage, die da kommt, auch natürlich genau das Gegenteil bewirken. Klar, ja. Natürlich. Es gibt auch so, solche Sicherheitsfragen, ne? Sind die damit einzuschließen? Also zu deinem Passwort? Kurzname oder ja. Erste. Also die müssen streng getrennt werden von allen anderen. Mhm. Ja, ich meine, natürlich, ich weiß, was Sie meinen. Das könnte natürlich auch wiederum Anlass dazu bieten, irgendwelche Dinge wieder miteinander zu verknüpfen. Ne? Aber jedenfalls von rechts wegen muss das streng getrennt gehalten werden. Das hat nur was mit der Sicherheit zu tun, sonst nicht. Da ist ja zum Beispiel jetzt das Problem, wenn man auf Facebook sein Geburtsdatum angibt. Mhm. Und eine, also früher hießen dann eben diese Sicherheitsfragen, zum Beispiel Geburtsjahr oder sowas oder Geburtsort. Wenn man sowas halt auf Facebook dann angibt, dann kann man sozusagen dann mit einer einfachen Suche also könnte theoretisch jeder diese Daten ausfindig machen und dann sich da sozusagen einhacken und das wiederherstellen. Genau. Was ist Ihr Lieblingsfilm? Ist eine der beliebtesten Fragen. Die Sicherheitsfragen. Was ist Ihr Lieblingsfilm? Ja? Ja. Hm. Also ich meine, Facebook ist also eine der grundlegenden Kritiken, die aus dem Bereich Datenschutz an Facebook gerichtet werden und die meines Erachtens auch sehr gut nachvollziehbar sind, ist eben die, dass wenn Sie sich registrieren, praktisch per se einem bestimmten Set zustimmen, ne, an Einwilligung. Sie registrieren sich einfach, ne, und Sie haben natürlich dann die Möglichkeit, über die ganzen Einstellungen das alles zu korrigieren und so weiter, aber die meisten sind sich gar nicht darüber bewusst, was alles damit verbunden ist. Ne. Und bitte, bitte, gehen Sie weder von einem Spezialwissen von Piraten aus, ja, oder jemand, der sich seit 15 Jahren damit beschäftigt, ja, oder was auch immer. Sie müssen an den, wie sagt man so schön, Otto-Normalverbraucher legen. Mhm. Ja? Also, ne, vor ein paar Jahren hat man noch damit geworben, mit einer berühmten Figur, ich bin auch drin, ne, sich an den Herrn erinnern können. Ne? Von sowas müssen Sie ausgehen. Ne? Das ist nicht Ihr Spezialwissen. An der Stelle wäre es doch wichtiger, dass man eine Aufklärung betreibt und natürlich Browser unterstützt, die von sich aus eben keine Daten sammeln. Also es gibt ja noch viel schlimmere Sachen als diese harmlosen Cookies. Ja.
Weil auch eine Webseite, die behauptet, wir sammeln nichts, die kann ja eben es einfach trotzdem tun. Also wichtig ist ja, dass der Nutzer weiß, egal wie freundlich die Webseite aussieht, das kann eben doch die böseste sein. Na klar. Also lernt, dass man eben auch das Recht auf Anonymität eigentlich hat und nicht glauben muss, wenn die sagen, du musst jetzt aber uns das jetzt sagen. Deswegen ist also einer der Vorschläge, also ich will mich nicht selber bewahren, aber ich verstehe Sie nicht falsch. Ja. Nee, aber einer der Vorschläge, die ich im Deutschen Juristentag gemacht habe und der auch jetzt in der Vorschlag der EU-Datenschutzverordnung drinsteht, das nennt sich Data Privacy by Design. Ja. Das heißt also, dass Produkte von vornherein, vor allen Dingen auch Software, nicht im Browser, von vornherein so konstruiert werden, dass sie erstmal die Privatsphäre, Intimsphäre, Datenschutz eben gewährleisten und nicht umgekehrt. Also Opt-in statt Opt-out. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Also ich muss zustimmen und nicht, was haben die das denn? Konkludente Zustimmung praktisch voraussetzen. Genau, konkludente Einwilligung. Oder Einwilligung, genau. Oder beziehungsweise die Einwilligung, wie sie halt eben bei vielen eben praktiziert wird, die einfach in einem riesen Pack daherkommt und sie stimmen denen einfach zu. Ja. Ich meine, ich bin mir dessen bewusst, das war auch eine Kritik, die immer wieder geäußert worden ist, nach dem Motto, seien Sie doch mal realistisch, wie oft lesen sich die User eine End-User-License-Agreement durch? Ne? Okay, weiß ich auch, klicke ich auch an, klickt jeder an. Nichtsdestotrotz haben Sie wenigstens dann die Chance, werden wenigstens darauf aufmerksam, Sie haben wenigstens die Chance, da was zu machen und zu sehen und zu tun und darauf kommt es an. Und es gibt, man hat ja immer wieder oft geschimpft über Microsoft, aber manchmal ist es auch, haben sie da durchaus auch gute Ideen, finde ich. Nehmen Sie einen Windows Media Player. Ne? Wenn Sie den zum Beispiel installieren. Wie gesagt, keine Werbung für Microsoft machen, um Gottes Willen. Ja, aber als Vorbild, mal so ein Beispiel. Genau, wenn Sie den nehmen zur Installation, dann werden Sie sehen, dass Sie durch ein kleines Tutorial durchgeführt werden. Und dann werden Sie immer gefragt, so, wollen Sie das, wollen Sie das? Wenn Sie das machen, dann sozusagen werden Ihre Daten weitergegeben. Ne? Was hindert andere daran, also bei Webportalen beispielsweise oder sozialen Netzwerken, das ähnlich zu machen? Ja, es dauert 1-2 Minuten. Okay, dann kann es sein, dass die Leute einfach schnell anklicken und ich will rein. Da muss man sagen, ihr habt eure Chance gehabt, ihr wisst jetzt, was los ist. Ja, dann sind sie mündig. Ja? Dann, wie gesagt, mehr kann man nicht tun, meines Erachtens. Aber das wäre das, was ich persönlich halt denen abverlangen würde. Nee, das ist gerade mal eine Frage, die Herr Karlitsch ist leider nicht da, hat gestellt. Warum werden da keine Gesetze gemacht, fragt er. Also zu solchen, warum wird sowas nicht verbindlich gemacht? Gesetz heißt ja, du machst es verbindlich. Ja. Ganz dumme Antwort, wir sind dabei. Okay. Das ist, wie gesagt, im Januar letzten Jahres, also 2012, ist ein Vorschlag eben der Europäischen Union veröffentlicht worden, oder besser gesagt der Europäischen Kommission, einer sogenannten Datenschutzgrundverordnung, die insgesamt für Europa dann gilt, versucht ein einheitliches, wie man so schön sagt, neues Level Playing Field halt eben herzustellen, die zugegebenermaßen noch relativ abstrakt ist, aber die sehr, sehr weit geht zugunsten eben auch des Datenschutzes. Die ist zwar oft auch kritisiert worden, aber für meinen Geschmack geht sie absolut in die richtige Richtung und sie würde zum Beispiel erlauben, sie sieht es nicht konkret vor, aber sie würde es erlauben, als sogenannter konkretisierter Rechtsakt durch die Europäische Kommission sowas vorzusehen. An solchen Prozeduren für die Einwilligung. Das ist also absolut möglich. Ich finde es nicht ganz so optimistisch. Ich bin da nicht ganz so optimistisch, weil ich gerade bei den letzten beschlossenen Datenschutzgesetzen sowohl im Bund als auch in der Europäischen Union doch da sehr viel verbessert worden ist und sehr viel sich teilweise sogar verschlechtert zum Zustand vorher, weil eben doch da massiv auch Konzerne, die an Werbung und an Daten interessiert sind, Einfluss drauf nehmen auf diese ganze Gesetzgebung. Und das ist natürlich... Das tun sie, das ist richtig. Allerdings, da würde ich Sie jetzt bitten, ein bisschen konkreter zu werden, was Sie genau meinen. So viel ist nämlich gar nicht beschlossen worden in letzter Zeit. Arbeitnehmerdatenschutz im Bundestag. Und sie meinen Beschäftigungsdatenschutz, der ist ja schon wieder zurückgenommen. Denn, also da gab es ja die paar Anläufe dazu und ich weiß gar nicht, was jetzt der konkrete Schicksal des letzten Regierungsentwurfs ist, aber das geht wieder echt nach einer Springprozession im Moment. Also der Beschäftigungsdatenschutz ist natürlich ein besonders schlechtes Beispiel. Leistungsschutzrecht oder für auch noch nicht beschlossen. Das wäre jetzt nur wieder ein anderes Feld. Es ist halt immer ein langer Kampf, wo man aber das letzte Mal war die Sache mit dem Meldedatengesetz, was auch in letzter Minute noch geändert wurde, das eigentlich aus einem Opt-in ein Opt-out, nein, aus einem Opt-out, nein, doch aus einem Opt-in ein Opt-out wurde und es dann schlimmer war als vorher.
Das sind. Könntest du mal ganz kurz erklären, was das war? Ich habe es auch noch grob gelesen. Es war geplant, den Handel von Meldedaten, von Melderegistern grundsätzlich noch mal zu untersagen. Wasser, ganz normal? Oder? Sie haben, glaube ich, noch einen Ginger hier. Alles klar. Warte. Wie Sie gesagt, wir haben ja gar kein Problem, wir haben keine Fernsehaufzeichnung. Die Datenweitergabe aus den Meldeämtern grundsätzlich zu untersagen, es sei denn, derjenige hat eingewilligt, dass seine Daten, also opt-in proaktiv eingewilligt, dass seine Daten herausgegeben werden. Und es ist in letzter wirklich Minute Ausschuss eine, für aus dem Ausschuss noch eine Änderung kurz vor der Abstimmung mit reingereicht worden, die das genau umgekehrt hat. Die gesagt hat, man muss erst widersprechen, damit dann nicht. Also, es klang von der Formulierung her fast genauso. Ich glaube, kein Abgeordneter hat so schnell überhaupt den Unterschied machen können. War das nicht auch sozusagen die Anfrage der Unternehmen zum Datenabgleich? Dass sie einfach so mal gucken, okay, und so ist er noch vorhanden? Wohnt er noch an dem Ort? Dann können sie eigentlich direkt vom Einwohnermeldeamt die Daten wieder zurück. Ja, er ist noch da. Eigentlich das, was mir insgesamt mehr Sorgen macht, ist eigentlich. Es ist nicht nur Internet. Muss eigentlich. Sammelung ich zum Beispiel bei der Steuererklärung, dass dann eben jetzt doch eine Steuernummer geführt wird und dass ich eben in Zukunft, um die Steuer erklären zu können, dieses Elster-Verfahren nutzen muss, ohne dass ich da reingucken kann, was die jetzt von mir mitprotokollieren. Ja. Bei so Sachen wie Facebook, da kann ich mich immer noch entscheiden, ich nehme da halt nicht teil. Ne? Ich denke auch, dass gerade so Facebook immer noch ein bisschen zu, dass viel Aufmerksamkeit bekommt, obwohl eigentlich andere IT-Systeme, sei es auch irgendwie Mobilfunkdaten, die irgendwo gespeichert werden oder also wie Vorratsdatenspeicherung, was vor vielen Jahren war, auch eigentlich eine Bedeutung hat, oder europäische Verfahren, INDECT oder ACTA, was alles so gab, die schleichend kommen, wo es eigentlich keiner mitbekommt und wo auch keiner drüber spricht. Bei Facebook ist es halt viel bewusst, dass es dort offensichtlich gesammelt wird, aber eben das, was wir jeden Tag auch benutzen. Also die Rolle des Staates, ne? Ja, auch, also genau, dass Regierungen oder eben die Europäische Union auch Daten sammeln lässt oder Flugdaten sammelt, was eigentlich überhaupt keine Chance hat. Aber das ist natürlich jetzt beides Feld. Welches Thema ist das? Ja, überhaupt die, genau, was sammelt der Staat dann? Das ist ja nicht nur das Internet. Ne? Mhm. Also mein Meldegesetz ist natürlich ein Punkt, wobei ich also ehrlich gesagt jetzt nochmal nachgucken müsste, was tatsächlich nachher rausgekommen ist. Denn also in dem Moment, also wo es diese Anträge gab, gab es ja auch einen ziemlichen Aufschrei. Mhm. Also da wäre ich mir mal gar nicht so sicher, also ob das jetzt wirklich so ist. Aber wie gesagt, muss ich selber nochmal eruieren, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Was die Steuerdaten angeht, da haben sie natürlich insofern jetzt einen wunden Punkt, genauso was auch Sozialdatenabgleich angeht. Da ist in der Tat bei uns der Datenschutz ein bisschen im Flickenteppich geworden, also was das angeht. Da ist es übrigens im Wahnsinn in der Steuer, wie gesagt, die Sozialdaten ist noch viel schlimmer. Was die Sozialdaten also, sind? Krankenversicherung, so, alles Mögliche. Okay. Ja. Da haben sie, ich meine, da erfassen sie fast mindestens genauso viel, was auch persönlich noch sensibler ist, als irgendwelche Steuerdaten. Ja. Ich meine, Einkommen, gutes Einkommen, aber ob sie irgendwie eine spezielle Erkrankung sonst wo haben, ich meine, das geht dann schon ins Eingemachte. Ne? Und da ist also im Sozialgesetzbuch haben wir da also ganz erhebliche Durchbrechungen halt eben des Datenschutzes. Muss ich jetzt allerdings auch fairerweise dazu sagen, ich bin jetzt kein Experte also für den Sozialversicherungsdatenschutz, also ich weiß jedenfalls nur einigermaßen, was alles möglich ist, was auch zum Beispiel die elektronische Gesundheitskarte auch in der Diskussion war, deswegen ist sie auch abgespeckt worden. Nichtsdestotrotz, also zum einen, wie gesagt, bin ich ganz so pessimistisch. Also ich bin erstmal, muss ich sagen, sehr erfreut darüber, dass es diesen Vorschlag gibt von der EU, der wie gesagt sehr, sehr weit geht, und zwar nicht zugunsten der Industrie, sondern eben umgekehrt, also eher zugunsten des Bürgers. Zweitens, der nicht den Staat völlig außen vor lässt. Ja, also wir können es im Moment, die Diskussion ist wirklich auch erst am Anfang, wir können es im Moment gar nicht abschätzen, was der alles erfassen könnte. Das könnte zum Beispiel auch der gesamte Bereich Sozialversicherung etc. sein. Ja, also was durch Brechungen halt eben, dass wir das alles wieder zurücknehmen müssen. Und nochmals, das ist eine Verordnung. Ja, das ist jetzt für Sie als Nicht-Juristen, sagen Ihnen das nicht viel. Aber eine europäische Verordnung bedeutet, es ist unmittelbar geltendes Recht. Da kann das deutsche Parlament gar nichts machen. Gar nichts. Es gilt. Ja? So, als wäre es unmittelbar vom deutschen Gesetzgeber erlassen worden. Ja? Also da gibt es keine Möglichkeit mehr, das irgendwie zu verwässern. Deswegen diese ganzen Lobbykämpfe, die Sie meinen, die laufen jetzt gerade im Moment auf der Ebene des Europäischen Parlaments ab, beziehungsweise der Europäischen Kommission. Gut, da wissen wir noch nicht, was bei rauskommt. Aber wichtig ist jedenfalls, dass erstmal überhaupt so ein Flock in der Landschaft drin ist, der auch eben neue Ansätze drin hat, wie Privacy by Design, ja, sowas. Dann haben wir zum Beispiel Verpflichtungen, dass ständig und immer wieder der Datenschutz optimiert wird. Ja.
ne, die sogenannten Policies, ja, im Unternehmen, also ähnlich wie Qualitätsmanagement hier, ne, aus dem Bereich Elektrotechnik oder ähnliches, ne, kennen Sie das, ne, Risk Management ist ein ähnlicher Ansatz und so weiter und so fort. Es ist eine ganze Menge drin, ja, bis hin zu Fragen eben der Profilbildung. Nochmals, wie weit das letztendlich dann auf die Staatsdatensammelebene durchschlägt. Ja. Das ist im Moment noch eine völlig offene Geschichte. Da gebe ich Ihnen recht, also dass die Innenminister, also nicht nur von Deutschland, auch anderen, natürlich ein großes Interesse daran haben, ja, dass sie nach wie vor irgendwelche Daten sammeln können. Ja, ja, Sie haben jetzt gesagt, auf Europa, ja, auf europäischer Ebene muss das nicht eigentlich weltweit irgendwie passieren, weil was bringt das, wenn man jetzt europaweit einen Entschluss fasst? Ja, also das wird immer wieder ganz ins Feld geführt, aber ich meine, in dem Moment, wo die Europäer sich einigermaßen einig sind, haben wir durchaus schon ein Gewicht auf der internationalen Bühne. Also es ist nicht so, dass das völlig egal ist. Ich meine, das können Sie allein schon daran sehen, dass also in den ersten Wochen, in denen der Entwurf dann draußen war, schon also die entsprechenden ersten Vorstellungen von seitens des anderen Atlantikseite kamen, wie das eben auszusehen hat. Was jetzt ganz wichtig ist, das ist jetzt für Nicht-Juristen vielleicht erstmal ein bisschen schwer zu verstehen, ich versuche es Ihnen aber mit ein paar Sätzen begreiflich zu machen. Facebook, wissen Sie, sitzt in irgendwo Kalifornien oder ähnlich. Ja? Google genauso und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn die bei uns tätig werden, welches Recht findet Anwender? Ja? Und da sieht jetzt der neue Vorschlag der EU-Verordnung sieht vor, dass das sogenannte Marktortprinzip gilt. Das heißt Marktort. Das heißt, auf den Markt, auf den Sie sich begeben, müssen Sie eben für sich auch das Recht dort gelten lassen. Okay. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, kann man sofort verstehen. Stellen Sie sich vor, irgendeiner aus Niedersachsen bietet Waren hier auf dem Erfurter Markt an, sozusagen vor dem Dom. Dann muss er sich dem Erfurter Recht hier unterwerfen. Ja, wenn Sie hier irgendwas kaufen in Erfurt, muss der sich so behandeln lassen, als wenn, ne? Das ist völlig egal, ob er aus Niedersachsen kommt oder sonst woher. Versteht doch jeder. So, genau darum geht es. Und das haben wir eben bislang in dieser Schärfe nicht gehabt. So, wenn Sie das jetzt nehmen, als europäischer Block, ja, dann muss sich jedes US-amerikanische Unternehmen, wie alle anderen auch, außerhalb der EU, müssen sich nach europäischem Recht behandeln lassen, wenn sie in Europa, Deutschland, ja, Daten erheben, ja, von ihnen sozusagen benutzen, weiterleiten. Das ist das, was dahinter steckt. Da müssen die also gar keine Filiale hier oder irgendwie was haben, das ist überhaupt nicht erforderlich. Okay. Ja, sondern die werden eben so behandelt, als wäre. Ist aber, glaube ich, klar geworden. Um gleich noch eine zweite Frage anzuschließen. Also er darf klagen. Hier klagen gegen Google. Ja. Facebook gehört auch zu Google mittlerweile, ja, oder? Nee. Zu wem gehören die? Gar nicht. Nein, nur eigentlich. Okay. Die gehören dann Zuckerberg. Da blickst du, auch gar nicht durch, mit wem da immer alle gerade wieder zusammen ist. Vielleicht noch eine zweite Frage anzuschließen. Als Normalbürger, wenn ich mich normal im Internet bewege oder auf Webseiten gehe, kann ich ja gar nicht alles einblicken, wer mich dann kontrolliert oder wer dann Daten speichert. Da kann ich mich ja eigentlich A, nur auf den Datenschutz verlassen im Prinzip und daran geschlossen, der Datenschutz, kann der überhaupt für ein sicheres Internet im Endeffekt sorgen, weil es ja immer wieder neue Webseiten gibt, die dann eröffnet werden? Also darf er fragen? Das ist die Frage, ne? Ja, ja. Also Sie haben einen Auskunftsanspruch, den gibt es aber jetzt schon. Also das ist nun nichts Neues. Das Problem ist, wie man diesen Auskunftsanspruch effektiv macht. Und das ist das berühmte Beispiel dieses Wiener Studenten, ja, der eben versucht, in Facebook in Irland eben krampfhaft die Daten sozusagen von Facebook herauszubekommen. Da sieht also auch der Vorschlag dieser EU-Datenschutzverordnung doch einige Erleichterungen vor, also zum Beispiel kein Medienbruch. Ja. Also sie haben zurzeit einfach so, also auch wenn die übers Internet gehen und so weiter, verlangen sie von ihnen praktisch eine schriftliche Auskunft begehren, ja, mit allem möglichen, was aufgelistet wird. Also schriftlich heißt also Post. Ja, okay. Und das ist natürlich schon ganz witzig, ja, also das ist ein Unternehmen, was sozusagen nur über Internet agiert, da ist Facebook kein Einzelfall, ja, es gibt andere, die es ähnlich. Und dass man dann sozusagen per Brief dann normales nachfragen soll. Und ich glaube auch, dieser Wiener Student hat dann eine CD-ROM oder DVD, es waren wirklich viele Daten, also ja, ja. 110.000 Seiten an Informationen überhaupt nicht. Das so war recht viel, also jedenfalls, wenn man, ich meine, wir wissen ja nicht, ob das nur alles stimmt, ja, aber wenn man dem Glauben schenken darf, muss das also jede Menge gewesen sein. Und angeblich nach seinen Angaben waren also ein gewisser Prozentsatz wurde von vornherein verweigert herauszugeben, weil es Unternehmensgeheimnisse waren. Ja. Kann ich jetzt
kann ich nicht beurteilen, ob das stimmt oder nicht, aber wenn dem so wäre, ist das natürlich auch ein bisschen eigenartig. Warum das dann auf einmal ihre persönlichen Daten verknüpft irgendwie, wieso das auf einmal ein Unternehmensgeheimnis sein soll, kann ich im Moment ohne weitere Informationen sagen, was man nicht ganz nachvollziehen. Aber bitte. Das heißt, ich könnte bei Ihnen nachfragen oder bei irgendeiner anderen Website. Ja, das haben Sie über mich gesammelt. Genau. Richtig. Aber das wird ja am Ende, wenn das jeder wahrnehmen würde, das wird ja zu Ihnen. Ja, das wird ja am Ende. Das würde einen Aufwand bedeuten. Ja, das würde einen riesen Aufwand bedeuten. Ne? Und, ja, aber man darf es nicht machen, das ist eigentlich keine Bewusstsein. Es gibt ja auch die Idee des Datenbriefes, dass die Unternehmen das sich aktiv von sich aus tun müssen. Regelmäßig, einmal im Jahr, regelmäßig über dich informieren. Zu schreiben, die Daten sind noch aktuell und du kannst es auch löschen lassen jederzeit. Du musst ja, aber man ist ja nicht überall angemeldet. Also wenn ich jetzt auf was weiß ich, irgendwelche, die Welt, die Zeit oder sowas, dann bin ich ja nicht überall so angemeldet. Die haben ja überall meine Daten oder E-Mail-Adresse so. Also ich meine, lassen wir ein bisschen die Kirche im Dorf. Wir reden hier über personenbezogene Daten, die nicht anonymisiert sind. Ja? Darum geht es. Ja? Also wenn jemand über seine Website anonymisiert Daten erhebt, dann ist es kein Problem. Ja, oder bei Facebook. Das ist kein Thema. Facebook kann dann... Wenn auch ein Verlag hat natürlich Daten und wenn du ein Abonnement hast, hast du natürlich deine Adressdaten, vielleicht noch Geburtsdatum, aber die werden das auch verknüpfen mit anderen Daten auch zum Beispiel. Also das wissen wir jetzt natürlich nicht, weil wir haben es nicht angefragt. Richtig. Ja. Und ich meine, darum, nochmals, darum geht es nur. Und unser Ausgangspunkt, jedenfalls seit dem Volkshandlungsurteil des Bundesverfassungsgerichts, halte ich nach wie vor für richtig. Ihre Daten gehören Ihnen erstmal und Sie haben sozusagen das Verfügungsrecht darüber. Es ist nicht so, dass wenn ein Webseitenbetreiber ein Interesse hat, dass plötzlich automatisch die Daten ihm gehören, bloß weil er die Webseite betreibt. Ja? Nochmals, wenn er das anonymisiert, das ist eine ganz andere Geschichte, ja? Weil man dann nicht mehr sozusagen Rückschlüsse darauf ziehen kann, dass Sie es gewesen sind, persönlich. Aber das ist ja im Grunde das, was ja vermutlich auf den meisten Webseiten passiert. Also bei mir ist das zum Beispiel jetzt anonymisiert. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das eine Person, es sei denn, sie hat es dann irgendwie sich angemeldet oder kommentiert, aber dann hat sie ja im Grunde dann auch den Datenschutz, der Datenschutzerklärung zugestimmt. Nehmen wir mal die Piraten, sagen jetzt, wir machen amerikanische Wahlkampf für Obama und wir wollen jetzt alle unsere Unterstützer, die auf der Homepage oder auf unserer Website waren, wollen wir jetzt aktivieren. Machen Sie sowas? Das ist jetzt bei typischer Obama-Wahlkampagne so, ne? Nee. Fast jetzt irgendwie nicht, nee. Nee. Wie setzen Sie es ein? Wie setzen wir was ein? Das Wissen über die Leute, die Sie unterstützen, die auf Ihrer Homepage waren, die im Netz unterwegs waren, aber das haben wir nicht. Gar nichts. Das haben wir nicht. Okay. Ist schon mal vorgekommen, da ist ein Server der Piratenpartei beschlagnahmt worden, weil eine französische Webseite eines Atomkraftwerkbetreibers gehackt worden ist. Ja. Und die Leute haben sich auf einem Werkzeug der Piratenpartei, dem sogenannten Piratenpad, also es ist im Prinzip wie ein Texteditor, nur dass mehrere Leute gleichzeitig dran arbeiten können, haben vorher Pläne gemacht, wie sie das machen. Und deswegen hat man einen Server der Piratenpartei beschlagnahmt, weil man dachte, man würde jetzt... Wer hat den beschlagnahmt? Polizei oder Kriminalamt oder Stadt. Weil man dachte, man könnte jetzt aus gespeicherten Daten noch rückverfolgen, wer das ist, und dann musste man eben feststellen, dass wir wirklich überhaupt nichts über die Leute speichern. Ja. Ich habe immer das Gefühl, das ist dem Staat eigentlich nicht recht. Der Staat möchte eigentlich immer gerne Daten sammeln. Also wenn ich jetzt so wieder Thema Vorratsdaten speichere, es gibt ja durch ein gewisses Interesse auch vom Staat, Daten zu sammeln oder eben. Aber wenn ich das mal auf gesammelte Frage, Daten als Frage formulieren könnte, wir haben ja nur, das Bundesverfassungsgericht hat ja in Deutschland festgestellt, dass die Vorratsdatenspeicherung zumindest in der Form, in der sie durchgeführt wurde, grundrechtswidrig ist. So, jetzt ist das ja aber eigentlich auch wieder eine Vorgabe von der EU. Wie ist denn da der Stand? Worauf muss man uns da gefasst machen? Wird das wieder kommen oder wird sich Deutschland da wehren können? Naja, momentan, wenn ich das recht im Kopf habe, haben wir das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland am Laufen und irgendwas mit 300.000 Euro jeden Tag oder so ähnlich als Strafe, ja, weil es halt eben nicht umgesetzt wird in Deutschland. Also soweit ich jedenfalls informiert bin, aber das bitte cum grano salis, ja, also weil ich da in diesen Sachen jetzt nicht so sehr involviert bin, ist es so, dass man versucht, die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie wieder aufzubohren. Also dass man das nochmal sozusagen reformiert, die ganze Sache, aber bis das der Fall ist, wird es dauern. Seite.
Auf europäischer Seite. Auf europäischer Seite, genau. Ne? Aber bis das der Fall ist, müssen wir sie eigentlich umsetzen. Ja? Und dann haben wir natürlich die interessante, spannende Frage eben des Konfliktes, aber das ist ein allgemein juristischer Konflikt, also zwischen Europarecht und deutschem Verfassungsrecht. Ja, da hat sich auch das Bundesverfassungsgericht vorsichtig ausgedrückt. Gedrückt, kann man sagen. Das haben Sie jetzt formuliert. So, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Sie hatten noch eine Frage, recht am eigenen Bild. Ja. Und Gesichtserkennungssoftware und so weiter. Haben wir es am Anfang schon über Facebook. Ja, aber diese Softwaren, Erkennung von Gesichtern etc. hatten Sie auch. Ja, man könnte es ja eigentlich auch nochmal den Bogen vom Anfang spannen, wenn man jetzt ein Foto macht auf einer Party und man fotografiert seinen Freund, aber daneben ist noch jemand anders drauf. Das macht ja erstmal nichts aus, lange bei Facebook jetzt nicht gerade miteinander verknüpft wird, was auch geht, also händisch sozusagen. Ja, man markiert im Bild jemanden, den man kennt. Das ist heutzutage jetzt noch nicht automatisch möglich, aber ich denke mal, in wenigstens 5 bis 10 Jahren wird es Gesichtserkennungsalgorithmen in verschiedenen Systemen geben. Also die Software kann auch bei Facebook oder lokal auf dem Computer liegen. Das gibt es auch schon heute. Die guckt dann, ist es Gesicht und ordnet zu. Aber es ist noch nicht so krass, dass man jetzt sagt, man hat ein Foto, was mal vor vielen Jahren hochgeladen wurde und wird automatisch werden Gesichter verknüpft. Aber die Gefahr ist, das kommt schon noch. Also muss sich bewusst sein, dass die Software in wenigen Jahren das kann. Auch alte Bilder, die irgendwann mal vor vielen Jahren hochgeladen worden sind, immer noch Gesichter erkennt. Dann wäre natürlich, man sucht nach seinem eigenen Namen, findet alle Bilder von früher, die irgendwann mal gemacht worden sind. Ohne dass man vielleicht selber wusste, dass man da fotografiert wurde. Und das heißt, wenn man jetzt heute mit dem Handy ein Foto macht, dass man dann eigentlich jedes Mal einen fragen müsste, darf ich dich fotografieren, aber... Wenn ich daraus schließe, Ihre Frage, kann man das verhindern? Ja, also ich sag mal, ich kann es jetzt... Technisch kann ich sagen, man kann es nicht verhindern. Also man kann... Naja, also... Mach den Läppchen an die Brand. Ja, das so. Also ich habe es auch schon erlebt, dass mich dann Leute gleich darum gebeten haben, das Bild zu löschen. Das ist dann die andere Seite. Also deswegen, man müsste dann mit der Hand dann das lösen. Aber wie gesagt, man kriegt es ja nicht mit, manchmal auch. Und technisch ist es halt nicht machbar, aber rechtlich vielleicht auch, dass dann eben Seiten wie Facebook oder andere Portale, Bilderportale, eben diese Algorithmen gar nicht erst benutzen. Aber sie haben sie, die haben die Algorithmen schon vorhanden, denke ich. Die sind schon, ja. Und das ist ja, wie gesagt, eine der Streitigkeiten, die jetzt das unabhängige Leistungszentrum Datenschutz, also Herrn Weichert, bekannt ist. Also gerade versuchen eben zusammen mit anderen Datenschützern gegenüber Facebook halt eben durchzudrücken, dass es eben diese Gesichtserkennung nicht gibt. Und soweit ich jedenfalls informiert bin, ist es bislang jedenfalls von Erfolg gekrönt. Ja, also dass wir diese Gesichtserkennung eben nicht haben in dieser Form. Und also rechtlich gesehen muss man hier auch ganz stark differenzieren. Also wenn es bloß auf rein Privatsphären läuft, also unter was weiß ich was, 5 bis 10, 15 Freunden, ja, nicht 500, ja, wie manche Schüler meinen oder Studenten, ne? Das ist schon halbe Öffentlichkeit. Ja. Aber wenn es darunter läuft, ja, dann ist es sozusagen rechtlich eigentlich einwandfrei, weil das ist dann recht am eigenen Bild eben nicht betroffen. Ja, dann ist es wirklich nur Privatsphäre und Austausch. Ne? Wenn es aber schon in die Sphäre geht, Freunde mit 500 oder Freunde von Freunden, können das sehen, da sieht die Show anders aus. Ja, da geht das nicht. Kann der Datenschutz dann im Prinzip überhaupt noch, wenn mal wieder diese neuen technischen Möglichkeiten dazukommen, kommt der da noch nach? Oder? Das ist die berühmte Hase-und-Igel-Frage. Sie haben ja alles aufgezählt, dass wir. Ja, natürlich. Also ich meine, wie gesagt, jetzt kann ich schon fast philosophisch werden. Recht hinkt immer nach. Mhm. Ja, das Auto kam irgendwann 1880, wann hatten wir die ersten Straßenverkehrsgesetze, ich glaube 1920 oder irgend sowas. Ja, als es sozusagen ein Massenphänomen eben wurde. Also Recht hinkt grundsätzlich, habe ich das Gefühl, immer ein bisschen hinterher. Und wenn nicht, geht es meistens ins Leere, ja, weil es eben nicht weiß, mit welchem Phänomen es zu tun hat. Also das mal ganz allgemein. Etwas konkreter. Es ist ja gerade der Punkt, weswegen zum Beispiel dieses Privacy by Design, ja, oder sozusagen, wie Lessig das ist schön, wie hat er es nochmal formuliert, the answer to that is the code. Ja. Also das ist nicht unbedingt immer nur Recht selbst, sondern auch tatsächlich eben der Code, also im Sinne von Software. Ne? Mhm. Nur, was er dann vergessen hat in dem Rahmen, dass natürlich auch für den Code bestimmte rechtliche Vorgaben gelten, also was wir als Produktsicherheit bezeichnen. Ne? Also wenn Sie sich heute ein Auto kaufen, dann muss das Ding ABS drin haben. Ja? Außer man sagt Ihnen wirklich klipp und klar vorher, das ist ein No-Name-Produkt, das kommt aus irgendeinem sonstigen Land, ja, und dafür kostet es auch bloß ein Drittel, ja, von dem, was du sonst hast. Ne? Ansonsten muss es ABS haben. Ne? Hm.
So ist es. Und genauso, nicht nur die selber schützt, sondern auch andere. Und genauso wird das halt eben auch sein, Stichwort Produktsicherheit, was sich langsam aber sicher dann in diesen Sphären auch verfestigen wird. Nur, wir leben sozusagen in der Periode, ja, wenn wir jetzt nochmal die Parallelen weiter hochtreiben wollen, ja, leben wir so in der Periode um 1900, 1910, ja, wo das Ganze erst richtig zum Massenphänomen wird. Ja, und wo langsam aber sicher dann sich die sozialen Systeme und Rechtssysteme darauf einstellen. Naja, das ist so ein bisschen so ein Tit-for-Tat-Prozess manchmal, das muss man ehrlich zugeben. Ja, niemand hat da wirklich die Patentlösung, also auch egal welcher Partei es ist, ja, manchmal muss man da wirklich auch die Sachen im wahrsten des Wortes ausprobieren und dann eben auch Lehren daraus ziehen, ne, dass es vielleicht in Zukunft noch ein bisschen anders zu machen ist. Also müssen sich eigentlich Bürger ja einem Teil auch damit ab. Nee, das würde ich nicht sagen, um Gottes Willen. Das ist ja wirklich, wir geben auf, wir legen die Hände in den Schoß. Ne? Ja, ich meine, im Moment, die Datenschützer können ja im Moment größtenteils nur was machen. Also ich denke auch, Bürger können auch in sozialen Netzwerken erreichen. Das ist auch bei Facebook und auch früher StudiVZ und so weiter schon viel passiert, indem einfach mal auch der Protest gegenüber dem Betreiber eine gewisse kritische Masse erreicht. Aber dann muss aber eben aufgeklärt werden und darüber berichtet werden, was eben so für Gefahren stehen. Und also es gibt eine ganze Menge an Möglichkeiten, die man auch als Privater eben machen kann. Also beispielsweise, wenn jetzt eben so ein Mobbing oder sowas ist, ja, mit Bildern. Ja, und das ist nicht in der reinen Privatsphäre. Natürlich haben sie einen Anspruch. Sie können damit vor Gericht gehen. Das passiert ja auch. Es ist ja nicht so, dass das nirgendwo passiert. Aber was jetzt Datenspeicherung angeht, also Mobbing ist ja klar, das kann man ja jeden aufklären. Aber was ist jetzt Facebook in den USA, wenn ich jetzt... Naja gut, ich meine, Sie sehen es auch schon, dass es schon Reaktionen gibt. Also ansonsten wäre es mit der gesamten Gesichtserkennung. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel. Hängen wir uns nicht immer nur an Facebook auf. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen, was O2 Telefonica hier eigentlich vorhatte. Dass Sie sozusagen mit Hilfe Ihrer Bewegungsprofile eben feststellen wollten, wie lange Sie vor welchem Schaufenster stehen und sozusagen, was Sie sich da unter Umständen anschauen. Wirklich? Ja. Das ist in anderen Ländern, haben Sie das schon offenbar eingeführt. Aber dann haben Sie es hier in Deutschland speziell, ich weiß nicht, ob es europaweit, europaweit will ich jetzt nichts sagen, aber Deutschland zumindest haben sie es wieder zurückgezogen. Also das waren aber Pläne, wenn Sie in den Nachrichten zurückgehen im Januar, ja, ist das durch einen Ticker gegangen, dass O2 Telefonica das einführen wollte. Ne? Dass wenn Sie hier mit Smartphone, wenn Sie da mal ein bisschen länger hier stehen bleiben, vor irgendeinem Geschäft und so weiter, dann wird das halt registriert und wird aufgenommen ins Bewegungsprofil von Ihnen. Und dann kann man ihnen personalisiert halt Werbung und Empfehlungen, wenn sie durch irgendwo in der Fußgängerzone Maschinen hätten, wenn sie zu sehen könnten. Und wie gesagt, ich will es nicht auf ein bestimmtes Unternehmen passieren, aber es passiert tatsächlich. Also ich habe auch letztens wieder eine Bekannte, also einen Kollegen und so, der in Japan gewesen ist, bekam prompt über das Smartphone Werbung, wo entsprechende Schuhe zu finden sind, die sie vorher anscheinend irgendwie über Zalando eingekauft hat oder ähnliches. Und zwar nicht in japanischer Sprache, ne? Sondern schön genau abgestimmt, ne? Also, wo sie das und jenes eben bekommen könnte. Ne? Also, das funktioniert. Aber ist es sozusagen überhaupt möglich, sozusagen, dass jeder Bürger da irgendwie genau Bescheid weiß oder diese Mechanismen durchschauen kann? Also sozusagen einmal, das heißt ja einerseits irgendwie weniger Bürgeraufklärung, aber das ist ja sozusagen so komplex, dass man im Grunde sozusagen jeder... Also sozusagen, um das komplett zu verstehen, muss man ja sozusagen selber sowas mal konstruieren, um zu wissen, was ist möglich, was ist nicht das möglich. Das ist richtig, das ist richtig. Also deswegen, was Sie jetzt ansprechen, wir nennen das gerne so das Enforcement, also der Vollzug von Datenschutz. Ich meine, der schönste Datenschutz nützt Ihnen nichts, ja, wenn kein Vollzug da ist. Und da haben wir zwei Baustellen. Die eine Baustelle ist, Datenschutz ist im Prinzip ja ein öffentliches Recht. Das heißt also Aufsichtsrecht durch Aufsichtsbehörden. Ja. Das ist auch wiederum auf dem Papier eine wunderbare Sache. EuGH hat auch gerade gesagt, die müssen ganz unabhängig sein, also selbst unabhängig vom Parlament. Also der kann höchstens gewählt werden, das war's. An sich eine wunderschöne Sache. Bloß was machen Sie, wenn bloß Sie nur 5 Leute haben, ja, die irgendwie in einem Datenschutz, in Aufsichtsbehörde eben sind? Dann wird es schwierig. So, das heißt also, Sie brauchen irgendwie auch Manpower dafür. Die zweite Geschichte ist immer, der Staat wird immer zu wenig Geld haben. Ja, um eine vernünftige Aufsicht zu machen. Das heißt also, was kann der einzelne Bürger machen? Da ist es genauso, wie Sie sagen, der durchblickt das nicht, Komplexität. Und jetzt sind wir bei einem Problem, was wir gerne im Dinglish Collective Action nennen. Vergleichen Sie es einfach mit dem Verbraucherschutz. Haben Sie sozusagen von allen Dingen, die Sie benutzen, Sie sind jetzt sozusagen mehr damit eine halbe Nerds, ja? Aber Sie werden von anderen Dingen vielleicht weniger Ahnung haben. Ja?
Lebensmittel? Ja, beispielsweise Lebensmittel, ja. So, ein Gedanke, den wir vielleicht auch für den Datenschutz fruchtbar machen können, ist der, dass wir durchaus Verbände ermächtigen, ja, dann für den Einzelnen, für eine ganze Klasse von geschädigten Ansprüchen geltend zu machen. Was ist damit gemeint? Es ist ähnlich wie beim Spamming. Ja? Sie kriegen auch laufend Spam, nach wie vor. Sie haben von Rechts wegen einen Anspruch darauf, dass es unterlassen wird. Sie können sogar Schadensersatz geltend machen. Himmels Willen, was ist Ihr Schadensersatz? Ja? Der bewegt sich im Briefmarkenbereich. Ja? Werden Sie sozusagen wegen eines Briefmarkenschadensersatz, werden Sie irgendwo eine Klage einreichen? Nö, das machen Sie nicht. Wenn aber 50.000 davon betroffen sind und Sie können als Verband für diese 50.000, jetzt klagen Sie die Chose ganz anders aus. Okay. Ja? Verstehen Sie? Und das ist sozusagen der Punkt, wo man die Geschichte effektuieren kann. Ja, wir haben das im Umweltschutzbereich mit den Verbandsklagerechten schon länger, wir haben es im AGB-Bereich auch mit den Verbandsklagerechten, ne, und das könnte sich im Datenschutz genauso als sinnvoll erweisen. Ne, also dass man sozusagen eine doppelte Spur hat. Ich nehme jetzt mal eine Schlussfrage auf, die der Kollege jetzt nicht da ist, gestellt hat. Wie wehre ich mich gegen Beleidigungen, Shitstorms etc. im Netz? Wir sehen natürlich zum Teil jetzt im Strafrecht, aber trotzdem. Nee, nicht unbedingt. Also gut, ich meine, Beleidigung, klar. Also da kann man keine Strafanzeige stellen bei der Staatsanwaltschaft. Aber sagen wir es mal, die meisten Staatsanwaltschaften sind leider eben mit so vielen Sachen belastet, dass sie oft gerade in diesen Fällen auf die sogenannte Privatklage verweisen werden. Okay. Ja? Und dann müssen sie halt eben selber, auch strafrechtlich eben selber zusehen, dass sie eben herankommen. Ansonsten können sie zivilrechtlich natürlich immer auch eine Klage einreichen bei dem jeweiligen Amtsgericht. So, das hängt jetzt auch ganz an einer Geschichte da dran, die Piraten auf gar keinen Fall gerne hören werden, aber andere Parteien auch nicht so gerne hören werden. Das hängt nämlich daran, dass sie überhaupt denjenigen ausgeben können, der sie beleidigt hat. Ja? Und wenn der anonymisiert ist, kommen sie natürlich nicht an den ran. Das ist, wie gesagt, jetzt ein Petitum von mir, weswegen ich also da mit einigen, wie gesagt, überkreuzt bin, weiß ich, sage ich auch ganz ehrlich, trotz Datenschutz, dass es nämlich kein Recht auf Anonymität gibt oder geben sollte. Auf Pseudonymität ja. Also, dass sie unter Pseudonym auftreten können. Ja? Sie könnten jetzt unter THZ13 könnten sie auftreten, wäre kein Problem. Mhm. Aber über das Portal, über dem sie auftreten, das sollte wissen, wer hinter THZ13 steht. Also registriert praktisch, ne? Ja. Genau. Mhm. Denn ansonsten ist nämlich das Opfer völlig schutzlos. Können Sie vergessen. Mhm. Ja? Ansonsten könnten Sie nämlich nur noch gegen den Portalbetreiber vorgehen. Und das wiederum geht auch ins Nirvana, denn wie soll denn ein Portalbetreiber, stellen Sie sich mal, Sie haben bestimmt auch Gästeforen bei der THZ, wie sollen Sie denn feststellen, ob es eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, eine Beleidigung ist oder nicht? Mhm. Ja? Wenn Sie jetzt sozusagen auf ein bayerisches Forum gehen, die haben durchaus gewisse deftige Worte, die sie gegeneinander gebrauchen, die oben in Hamburg sofort als Beleidigung gelten würden, aber unten völlig als der Blecken eben bekannt sind. Ja? So, wie wollen Sie das beurteilen? Das können Sie gar nicht. Ja? Obwohl wir es jeden Tag in der Zeitung tun, bei Leserbriefen. Auch da, bei Leserbriefen ist es also so... Also auch praktisch ein Grund, ne? Klar. Und deswegen schreiben Sie auch immer brav bei den Leserbriefen oben drüber, fragen Sie mal Ihre Rechtsabteilung. Wir distanzieren uns von sämtlichen Inhalten. Und wir geben hier nur den Leserbrief. Wir geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. Okay. Nein, da schreiben Sie immer rein, den berühmten Pressedisclaimer. Mhm. Ja, und damit sind Sie sozusagen, und das war aber übrigens auch mal strittig vor 30, 40 Jahren, da gab es auch entsprechende Entscheidungen dazu, sind Sie erstmal raus. So, und das Ganze sozusagen jetzt wieder übertragen aufs Internet schafft eben die Probleme, wobei sie übrigens auch als Zeitung nicht raus sind, wenn man ihnen schreibt, diesen Leserbrief mit diesem Inhalt nicht wieder, weil das ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. In dem Moment, wo sie darauf aufmerksam gemacht worden sind, ist Schluss. Nicht? Das wissen sie auch. Mhm. Ja, sie können es sozusagen einmal abdrucken, aber nicht nochmal. Und um dieses diese Unterlassungshaftung, das ist nämlich das Problem, womit wir bei den Portalbetreibern dann eben Schwierigkeiten haben. Dass ansonsten müssen sie nämlich tatsächlich dann alle möglichen Gästeforen, alles mögliche dicht machen. Das ginge dann praktisch kaum noch und das will nur auch keiner mehr. Ne? So, und deswegen jetzt sozusagen die Wolte rückwärts. Mhm. Ja, Pseudonymität dass man jeder seine Meinung, wie er sich auch nennen will, was weiß was, Lord of the Rings oder irgendwas, Gandalf der Dritte oder so, völlig egal.
Das sollen sie alle machen können, ja? Mhm. Aber man muss an die Leute rankommen können. Das heißt nicht Vorratsdatenspeicherung, ich weiß, dass es nämlich sofort kommt. Ja? Ist es nicht, nein. Es ist quick freeze. Ist egal, ob ich mit 3 oder 6 Punkten er darf dagegen. Ich wollte sagen, warum soll denn im Internet weniger Anonymität möglich sein als im realen Leben? Ja. Wenn ich in der Kneipe sitze, muss ich mich doch auch nicht erst bei dem Wirt ausweisen, weil ich vielleicht einen anderen Kneipengänger beleidigen könnte. Sie werden aber, der Kneipenwirt hat sozusagen, wenn Sie fast halt zum Beispiel Schlägerei oder irgendwas anfangen, hat er das Recht auf Erziehung. Natürlich, das könnte man. Und das können die anderen, ohne dass ich meine Anonymität aufgeben muss. Wie denn? Ich kann doch einen Nutzer sperren, ohne dass ich wissen muss, wer der persönlich ist. Moment, wenn Sie einen Nutzer sperren, sozusagen, dann haben Sie alles von ihm gesperrt. Das ist das Problem. Ja, dann sind sie noch schlimmer, das wäre nur wirklich interessant, dann vertreten sie praktisch die Position der Franzosen, nämlich mit Hadoopi. Dann haben sie einen digitalen... Das müssen Sie zwischen Webseite und Internetzugang noch unterscheiden. Es gibt ja einerseits die Möglichkeit, den Internetzugang zu sperren. Was machen Sie bei Facebook? Wenn der Facebook-Nutzer gesperrt wird? Was machen Sie, wenn Sie bei Facebook gesperrt werden? Ich würde mich jetzt persönlich nicht unbedingt stören, aber bei Google wäre es, glaube ich, schlimmer, weil da hängt auch mein Telefon mit dran. Das ist halt auch passiert, dass man dann digital abgeschnitten ist, wenn dann sagen, ein Konto gelöscht wird. Anonymität, ne? Ja. Auch wenn Sie da vielleicht dagegen sind, noch gilt dieses Recht auf Anonymität. Dann sagen Sie mir, auf welche Rechtsgrundlage das gelten soll. Wo soll die Rechtsgrundlage dafür sein? Aus dem Grundgesetz ableiten, aus dem persönlichen Rechtsrecht. Das wird Ihnen nicht gelingen. Das Bundesverfassungsgericht sagt das nicht. Nein. Also Presse, wir haben da Zeitungen immer mit zu tun, das schaffen sie nicht. Nee, das gibt es nicht. Also es kann keiner von uns, sagen wir jetzt unabhängig vom Internet, ne? Es kann keiner von uns verlangen, dass wir, aber angenommen, wir stecken uns eine Geschichte. Mhm. Ja? Es kann uns kein Richter zwingen, ihren Namen zu nennen, aber wir müssen ihn kennen. Ja. Und wir müssen unter Umständen in Kauf nehmen, dass wir verurteilt werden, weil wir es nicht beweisen können oder so. Ne? Ja, genau. Die Folgen müssten wir tragen. Genau. Ja? Also es kann uns keiner zwingen, wie in den USA mit Beugehaft etc. das preiszugeben. Ja. Also du hast kein Recht auf Anonymität. Richtig. Und das ist, wie gesagt, nicht, aber dass... Wie können wir das empfehlen? Darf ich ganz kurz den Satz? Ne? Also deswegen, ich habe ja schon einige Diskussionen sozusagen auch Vertreter Ihrer Partei sozusagen auf Podien gerade bezüglich dieses Punktes geführt und auch mit den Grünen, also was das angeht. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Mir geht es nur darum, dass wir einen Auskunftsanspruch haben, der unter richterlichen Vorwahl steht. Ja? Der muss mit allen Kautelen verfassungsrechtlich verbunden sein, bevor solche Daten herausgegeben werden dürfen und können. Das ist, also ich trete bei Gott nicht dafür ein. Nicht Polizeirichter, ist schon ein Unterschied. Nein, ich trete bei Gott nicht dafür ein, also dass das nun jetzt über so und so viele Monate alles vorweggespeichert werden sollte. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht zum einen nur um sogenanntes Quick-Freeze-Verfahren. Das heißt also in dem Moment, wo ich das feststelle, in einer sehr kurzen Zeit, ja, das könnte man definieren dann auf wenige Tage oder ähnliches, dass man dann dem Provider praktisch zuruft per E-Mail irgendwas, hier ist was gewesen, bitte diese Daten, nur diese, ja, für diesen Zeitpunkt und dann darf er die auch nur dann rausrücken, wenn ein Richter sagt, nach Interessenabwägung entsprechend, das ist jetzt gerechtfertigt. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Wenn Sie das nicht tun, dann, wie gesagt, lassen Sie diese Leute übers Internet, wer auch immer davon betroffen ist, völlig schutzlos. Sie können überhaupt nicht an die Leute ran. Keine Chance. Okay, ja, bloß gerade auch aus der Opfersicht ist doch eine Anonymität in dem Moment, wo ich mich selber anonym bewegen kann, kann es mir doch auch egal sein, wenn mich jemand beleidigt, wenn ich nicht meinen tatsächlichen Namen und irgendwas nennen muss. Sie beleidigen mich. Ja. Oder Sie beleidigen den Professor. Anonym. Genau. So, er will sich wehren. Gegen wen? Das ist die Frage. Ne? Genau, das ist die Frage. Das ist richtig. Das Erste, gerade wenn Sie das reale Leben nehmen, es soll immer noch Leute geben, die sich außerhalb des Internet bewegen. Ja, und ich darf einfach frei alle sagen, hier, ich mache von Ihnen hier ein paar schöne Nacktbilder oder irgendwas, stelle die alle rein und Sie sagen, es ist mir doch alles egal. Das kannst du nicht sagen. Das kannst du in der Zeitung nicht. Oder wenn, das kannst du nicht sagen. Ja, aber ist das Internet wirklich immer eine Zeitung? Oder ich denke, das Internet umfasst viel, viel mehr. Jetzt waren Sie beim Grundgesetz, wir waren bei Artikel 5. Ja. Also wenn man sich auf Artikel 5 des Grundgesetzes beruft, darum geht es.
Jetzt machen wir Schluss. Das war spannend. oder macht das super Spaß. Ja, ja. Wie gesagt, technisch wäre es jetzt noch eine Verfeinerung, weil man hat natürlich vielleicht nur eine IP-Adresse und dahinter steckt aber kein Mensch mehr. Also ein Anschluss von jemandem. Das ist die nächste Sache. Genau. Wer dahinter steckt, ja, gut, ist nämlich auch gar nicht klar. Das könnte ja und ein Familienmitglied sein. Also die nächste Stufe, die da wirklich interessant ist, und wenn Sie jetzt nochmal weitertreiben, also die wir zum Beispiel auch in München auch mit Vertretern Ihrer Partei eben auch diskutiert haben, ist zu den NAM-Diensten, ne? Zu den Anonymisierungsdiensten, Tor und so weiter. Ne? Da kommt das nächste dann zum Tragen. Also nochmal, kriegen Sie es nicht in den falschen Hals. Ich bin hier kein Verfechter von irgendwelchen BKA-Positionen oder sonst was. Überhaupt nicht. Darum geht es nicht. Es geht um. Nee, Sie müssen. Also, um Waffengleichheit. Ja, ja, was ich sage jetzt mal Sie in Anführungszeichen, also jetzt die Partei, auch viele andere, sind nicht nur die Piraten, eben sehr leicht vergessen, dass wenn die eigentlichen Verletzer nicht in Anspruch genommen werden, dass man dann an andere rangeht. Und die anderen, das sind nämlich die Internetprovider. Und dann haben sie nämlich unter Umständen Kollateralschäden, die viel größer sind als das, was sie befürchten. Die viel, viel größer sind, weil dann nämlich unter Umständen ganze Webportale und Dienste einfach dicht gemacht werden, weil die sagen, Moment, ja, wir haben so viele Haftungsrisiken hier, wir machen das jetzt nicht mehr. Ja? Nehmen Sie mal, fragen Sie die Presse, es ging bei heise.de damals um die Wurst, ja, ob die ihre Gästeforen überhaupt noch weiter betreiben können oder nicht. Ja, also Links setzen, ging auch bei heise um Links. Genau, es ging um Links, da ging konkret um die DRM-Systeme, die Bewerbung für 95a, 95b, ihre Gesetze, ne? Also die Kopierschutzsysteme, naja. Wir werden jetzt auch nicht machen und machen nur Registrierung. Also Anonymität, ja, aber registrieren. Wir müssen wissen, wer mit uns kommuniziert. Ja? Genau, das betrifft zum Beispiel auch die WLANs, nicht? Die offenen WLANs. Das ist genau dasselbe in Grün. Ja, Sie werden sehen. Ja? Was ist? Ja, es geht ja immer um die Störerhaftung, ja, in dem Bereich. Ja. Das ist die Rechtsprechung verlangt von Ihnen als Betreiber von dem WLAN, dass Sie entsprechende Sicherungsvorkehrungen eben, ne, vornehmen. Okay. So, und wenn Sie jetzt ein offenes WLAN haben, wo praktisch überhaupt niemand angibt, wer eigentlich ist, durch gar nichts, sondern einfach rein kann, dann hat der Betreiber dieses offenen WLANs einfach ein Problem, dass er nämlich in Störerhaftung genommen wird, es geht nicht um die Vergangenheit, in Zukunft eben zu untersuchen, ob irgendwelche rechtswidrigen Aktivitäten über das WLAN vorgenommen werden oder nicht. Und das können Sie nicht machen. Ja? Das kriegen Sie nicht gebacken. Wie wollen Sie es tun? Ja? Wie macht das in der Universität? Da ist doch ein offenes WLAN. Ne? Sag mal, wenn du jetzt hier in die Uni gehst, in der Telekom und so. Was halten Sie von so einem System wie Phone oder von mehreren, also wo man sozusagen sein System ja aufmacht? Das ist ja ein Bestreben da, das flächendeckend, also in Frankreich zum Beispiel ist es weit verbreitet, Spanien, hier in Erfurt, Also zwei Antworten darauf. Also einmal so wie es ist und meine persönliche Meinung, okay? Mhm. Ja. Die eine Sache so wie es ist, geht nicht. Dann müssen Sie, wie gesagt, Sie brauchen die entsprechenden Anmeldungen. Und Sie sehen das überall bei den WLANs, ob es Hotels sind, ob es jetzt Frankfurter Flughafen ist. Ja. Sie kriegen entweder auf Ihr Handy kriegen Sie einen Code gesandt, ja, oder ein entsprechendes Passwort, mit dem Sie sich irgendwie legitimieren müssen, ja, bevor Sie in diese WLANs reinkommen. So, meine persönliche Meinung ist, das ist eine Ausgeburt der deutschen Störerhaftung, die zum Teil eben begründet ist durch dieses Problem, dass man nämlich nicht an die eigenen Verletzer rankommt. Okay, ja. Und deswegen plädiere ich zum Beispiel darüber, dass wir das französische Presserecht nämlich nehmen. Das hat eine Subsidiaritätsklausel, indem man nämlich sagt, zuerst bitte an den Verletzer rangehen, dann erst kannst du an die Presse. So, und wenn Sie das parallel nehmen, bitte erstmal an den Verletzer, dann erst kannst du an den Intermediär, wenn es nicht klappt. Ne? Ja. So, und das jetzt sozusagen, das ist unser Problem eben, dass die Rechtsprechung, und leider lernen die anderen europäischen Mitgliedstaaten von der deutschen Rechtsprechung, ja, dass man dann versucht, erstmal die Internetintermediäre zu kriegen, weil die sind ja da. Ja? Da habe ich was. Ne? Ja. An die anderen komme ich halt nicht ran. Ja? Und das ist der Witz. Ja? Und je schärfer diese Rechtsprechung wird, ja, desto schwieriger ist es. Und im Moment haben wir eben das, was ich vorhin meinte, so tit for tat. Ja? Ja. Mal haben sie ein paar schöne, gute BGH-Entscheidungen, ja, wie jetzt, was die Eltern, die Aufsichtspflicht gegenüber Kindern angeht, ja, am PC. Dann kriegen Sie auf einmal wieder eine schlechte, ja, wenn Sie jetzt die neue RapidShare-Entscheidung wieder nehmen. Da wird RapidShare jetzt dazu verpflichtet, als Host-Provider externe Linksammlungen zu durchforsten, daraufhin, ob da was Rechtswidriges dahinter liegt oder nicht. Viel Spaß. Ja, das heißt, stellen Sie mal vor für die Taz vor. Ja. Sie müssen jetzt die Webseiten hier von denen untersuchen, ob da Links drauf sind, die unter Umständen auf was Rechtswidriges irgendwo hinverweisen, nur weil Sie dir bei Ihnen irgendwo was... eine Nachricht abgelegt haben,
in dem der Link in der Nachricht auf die Linksammlung darauf verweist. Das heißt nämlich letztendlich nichts anderes als bei dem Rapid Share. Reicht der Hinweis aus, dass ich sage, ich übernehme keine Verantwortung? Vergessen Sie. Ne? Disclaimer reicht nicht. Niemand. Oh, im Gegenteil. BGH-Entscheidung von wann? Nö, das ist aber feststehende Rechtsprechung. Ja? Nicht BGH-Rechtsprechung, aber das ist eigentlich ausgekauft. Okay. Disclaimer hilft Ihnen da gar nichts. Also, das ist ein ganz großes Missverständnis. Ja. Es gab ein Urteil, auf das sich immer bezogen wird in diesem Disclaimer. Ja. Aber in dem Fall hatte das Gericht gegen die Webseite entschieden, weil sie einen Disclaimer hatte. Also man so. Dadurch sehen konnte, dass sie sich durchaus bewusst war, ja. dass dort was Illegales ist. Okay. Langsam. Also da muss man den konkreten Fall auch ja. kennen. Ja? Also Sie haben recht, das war die eine Geschichte, die haben wir ewig lang her, 1998 oder sowas. Ja. Das war allerdings ein Streit zwischen zwei Rechtsanwälten in Hamburg, der da tobte. Und der Bursche hatte gedacht, ganz besonders pfiffig, ja, ich beleidige jetzt meinen Kollegen nicht mehr. So, ja, schönes Leben, nicht verbreiten. Sondern er hat einfach eine Linksammlung draufgestellt und hat gesagt, schaut mal Leute, es gibt eigentlich keine positive Meinung über meinen Kollegen. Hier, Link. Ne? Und drüber hat er dann geschrieben, ich hafte für keinen sozusagen wissen. Ich meine, das ist klar, dass das nur Umgehung ist. Ja? Das ist Evidenz, ne? Ich sag's ja sogar. Ja, ne? Also deswegen, der Kollege hat so zu 50% recht, ja. Ne? Aber bloß wegen des Disclaimers war es nicht. Ne? Also es war offensichtlich, ja. ne? dass er das zusammengepackt hatte. Ja. Nee, ne? Nur das hat sich so verbreitet. Ja, alles jeder hat es abgeschmackt. Jeder macht so Disclaimer bei sich drauf, ja. obwohl er gar nicht das versteht. Können Sie vergessen. Das ist eine Sache, die kommt aus dem Presserecht raus. Ja. Ja? Aber Sie können sie nicht übertragen aufs Urheberrecht, auf irgendwelche anderen Sachen. Das ist also aber Impressumspflicht für deutsche Webseiten, wenn man dann sagt, geschäftsmäßig eine Webseite betreibt, muss man ja ein Impressum haben, ja, klar. also mit Adressen. Klar, ja. Aber das ist eigentlich im internationalen Bereich nicht so. Doch, europaweit, ja. Das beruht auf der Electronic Commerce Richtlinie. Das muss jeder haben in Europa. Okay. Also bei geschäftsmäßigen Wohlgemerkungen, ja, auch wenn sie auf Facebook dann? Drauf sind. Ja. ja. Natürlich nicht. Und wenn man eine private Seite hat, hat dann irgendwelche Banner drauf, ist es dann auch schon geschäftsmäßig, weil man könnte ja Werbung. Das ist verdammt schwer. Das ist verdammt schwierig. Also da hoffe ich, dass wir irgendwann mal eine Klärung durch den EuGH bekommen. Nicht? Aber im Prinzip sieht es so aus, dass die E-Commerce-Richtlinie sagt, auch mittelbare Einnahmen, also durch Werbung und so weiter, können das dann zu kommerziellen Geschäftszwecken. Nicht? Also andersrum formuliert. Da gibt es nämlich auch immer viele Abmahnungen. Ja, ja, aber andersrum formuliert, dann wäre, also ich meine, ganz primitiv, dann wäre Google niemals kommerziell. Verlangen ja nichts von Ihnen, ja, und haben bloß Werbung da. Also toll, ne? Ja. Das kann es nicht sein. Aber der Amazon hat an der Seite laufen lässt, ne? Ja. Consumer. Ja, das, na gut, die verkaufen ja was. Also ist ja, geschäftsmäßig ist natürlich sicherlich. Ja, du kannst ja dann was davon mitnehmen. Die meinte private Sie Seite, wo man einfach so über sich spricht, hat vielleicht so ein Banner drin und dann ist es geschäftsmäßig. Okay. Diskussion kann ja anschließend im Augustinerkurs dann noch fortgesetzt werden. Nee, wir sind um 19 Uhr ja, geht der Vortrag los. Klasse, nein. Erstmal herzlichen Dank, dass es geklappt hat. Jo, und ich danke auch Ihnen, dass Sie es möglich gemacht haben.